Tennismagazin Surf and Drive in Australien, Tag 3. Wir sind in Canberra beim ATP Challenger Turnier. Neben mir ist Andreas Mies, 28 Jahre, Doppelspezialist aus Köln. Du hast ja heute leider verloren im Viertelfinale. Erzähl mal, wie es gelaufen ist. Also es war ja sehr, sehr unglücklich. Ja, es war unglücklich heute. Es war das Viertelfinale und wir hatten 3 Matchbälle und konnten leider keinen der 3 Matchbälle nutzen. Hatten 2 beim Return, wo wir nicht viele Chancen hatten. Einmal hatten wir Aufschlag, den hätten wir eigentlich machen müssen. Und so läuft das aber im Doppel und das sieht man jede Woche. Und im Endeffekt war es 13-15 und können uns nicht viel vorwerfen, aber es war trotzdem eine gute Vorbereitung für Melbourne nächste Woche. Du bist tatsächlich das erste Mal hier in Australien. Erzähl mal ein bisschen von deinen Eindrücken von diesem Land. Ja, es ist tatsächlich das erste Mal für mich. Es hat sich einfach in der Vergangenheit nicht wirklich ergeben für mich, hierher zu kommen. Und habe immer gesagt, wenn die Australian Open irgendwann mal anstehen oder sich die Chance bietet, dann komme ich natürlich sehr gerne her und freue mich schon extrem auf Melbourne. Aber ich bin das erste Mal da und mir gefällt es sehr gut. Man merkt direkt am Anfang, dass eine etwas andere Mentalität hier herrscht. Die Leute sind sehr entspannt, sehr relaxed und es macht einfach Spaß, hier zu spielen. Ja, es ist so eine entspannte Atmosphäre und das steckt irgendwie an. Die Leute, ich will jetzt nicht sagen, in Deutschland oder ist es jetzt irgendwie katastrophal oder so, aber man merkt schon, die Leute sind gut gelaunt und es steckt an und das Wetter ist super, was natürlich dann auch mit reinspielt. Ja. Du wurdest hier auch lautstark unterstützt von der deutschen Botschaft. Wie war das für dich? Ja, es war cool, es war ungewöhnlich. Auf einmal bei unserer ersten Runde vorgestern kamen ein paar Deutsche vorbei und auch ein paar chilenische Supporter für den Hans, für meinen Partner hier. Und wir hatten dann im Endeffekt fast 20 Leute, die uns lautstark unterstützt haben und haben uns dann am Ende auch extrem gepusht. Und es hat leider nicht gereicht und wir hätten denen natürlich auch gerne einen Sieg beschert. Und unser Ziel war es auch, hier das Turnier zu gewinnen und den Schwung mit nach Melbourne zu nehmen, aber ja, es hat nicht sollen sein. Ne? Stichwort Melbourne, du bist jetzt da auf jeden Fall im Doppelhauptfeld. Mit wem spielst du? Ja, es war ja eigentlich geplant, dass ich mit meinem Partner, dem Kevin Kravitz, spiele, aber wir sind leider knapp nicht reingekommen, haben knapp den Cut nicht geschafft. Er war bei 141, wir waren 144, knapp raus und so habe ich dann kurzfristig den Adrian Mannarino gefunden, einen Einzelspieler, mit dem ich dann sicher drin war. Und ja, das ist jetzt für nächste Woche geplant und danach wieder ganz normal mit Kevin weiter. Mit Kevin Kravitz hast du ja in Wimbledon für Furore gesorgt, aus der Quali direkt ins Achtelfinale, da gegen Brian und Sock. Über 5 Sätze gespielt, 2 Matchbälle gehabt, die dann tatsächlich dann auch noch den Titel gewonnen haben. Was ist da so in Erinnerung geblieben von Wimbledon? Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl gewesen, allein schon in Wimbledon zu spielen. Es war immer mein Kind, also es war immer ein Kindheitstraum, irgendwann mal da zu spielen. Und dann haben wir uns qualifiziert und als wir dann auf die Hauptanlage kamen, es war einfach Wahnsinn, das Gefühl. Und dann auch noch gut zu spielen und ja, wir haben uns dann in so einen kleinen Rausch gespielt, haben extrem gut gespielt vorher und hatten dann sogar 2 Matchbälle im 5. Satz gegen Brian Sock und da hat man einfach gesehen, wir müssen uns nicht verstecken, es hat uns viel Selbstvertrauen gegeben für die nächste Zeit und es war ein unglaubliches Match und die haben dann das Turnier gewonnen am Ende und war dann zu gut, ne? Aber war echt cool. Du bist noch ein relativ unbekanntes Gesicht in der deutschen Tennisszene. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Einstieg auf die Profitour. Du bist ja jetzt schon 28. Warum erst so spät auf die Tour eingestiegen? Ja, ich habe nach meinem Abitur in Deutschland habe ich erstmal den Weg gewählt, ins College zu gehen. Habe ein Stipendium bekommen von der Auburn University in Amerika und dann habe ich das als Weg für mich gesehen, weil es war nicht so einfach, da mit 18 dann schon auf die Tour zu gehen und war vielleicht noch nicht weit genug oder hatte nicht die Möglichkeiten. Und dann habe ich mich da nochmal ganz gut entwickelt und hab da einfach so eine gute Basis geschaffen fürs Doppel, weil da hängt das Doppel, wird sehr hoch gehängt und da kriegt man eine gute Ausbildung dafür. Und das war eine gute Zeit, ne? Und danach war klar für mich, jetzt gehe ich auf die Tour und es klappt ganz gut jetzt mittlerweile. Es gibt ja mittlerweile zahlreiche gute deutsche Spieler, die vorher auf dem College waren in den USA. Würdest du das Leuten empfehlen, so einen Weg einzuschlagen, wie du ihn gegangen bist? Ja, ich finde, das hängt immer vom individuell ab, ne? Was für einen selber am besten ist. Das kann man vorher schwer sagen.
Also für mich war es, denke ich, der richtige Schritt zu der Zeit. Und, aber ich würde das Spielern empfehlen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind noch nicht weit genug oder haben nicht das Gefühl, sie könnten mit 18 vielleicht Futures gewinnen im Einzel oder Doppel und gewinnen keine Runde in der Quali bei den Futures, dann würde ich sagen, vielleicht, oder man ist mental und körperlich noch nicht so weit, da kriegt man auf jeden Fall eine gute Ausbildung dafür. Und aber wenn du gut genug bist und schon auf einem guten Level spielst und bei den Futures gut spielst und so weiter und bei den Juniors auch gut bist, dann finde ich, muss das nicht immer der Schritt sein. Also es ist ein guter Schritt auf jeden Fall. Es hat vielen geholfen, hat man ja auch gesehen an vielen Beispielen, aber es muss auch nicht immer sein. Und ich denke, muss jeder für sich entscheiden und für mich war es auf jeden Fall der richtige Schritt und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Du stehst jetzt in den Top 80 im Doppel-ATP-Ranking. Was sind so deine Pläne und Ziele für 2019? Ja, ich bin jetzt seit Montag genau 70 jetzt im Doppel und das war, also erstmal war mein Ziel, Top 100 zu knacken letztes Jahr. Ende des Jahres hat es dann geklappt, speziell nach Wimbledon und dann sind so die nächsten Schritte, sind dann irgendwie Top 70 zu knacken. Das habe ich jetzt auch so geschafft, ja, und jetzt ist das nächste Ziel Top 50 und Schritt für Schritt, ja, ich habe ein Ziel für mich im Hinterkopf, ich möchte in die Top 10 im Doppel kommen und sehe da kein Limit für mich. Ich denke, dass ich ganz nach oben kommen kann, aber ich muss es Schritt für Schritt nehmen. So muss man, glaube ich, rangehen und weiter hart arbeiten und die nächsten Schritte machen. Jetzt erstmal Top 50 und dann sich auf den ATP-Turnieren etablieren und fest immer in die Grand Slams, in die großen Turniere reinkommen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, Andreas, vielen Dank für die Zeit, für das Interview und wir wünschen ja viel Glück und viel Spaß bei den ersten Australian Open für dich. Danke. Dankeschön. Vielen Dank.